Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed Khalifa. Assalamu alaikum Ammu Khalifa. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Highlight eines jeden Muslims ist der Besuch von Mekka und Medina. Ja. Und der Höhepunkt dieser Reise sind zwei Sachen. Der erste Anblick auf die Kaaba und der Besuch der Rauda. Erzähl uns von deinen Gefühlen, als du das erste Mal in deinem Leben die Kaaba erblicktest. Vor der Reise habe ich mich versucht vorzubereiten für diesen Moment. Welche Dua brauche ich an dem Tag? Für welche Menschen muss ich Dua machen? Für welche Menschengruppe muss ich den Dua machen? Welche Dua möchte ich für mich? Welche Dua möchte ich für meine Frau? Welche Dua möchte ich für meine Nachkommenschaft? Dies alles hat mich beschäftigt. Und ich habe versucht, diesmal diesen Dua zu schreiben, zu tippen, alles Mögliche, damit ich das nicht vergesse. Du sitzt im Flugzeug, du hast den Dua in der Hand, du sitzt in Medina, bevor wir nach Mekka kamen, du hast den Dua in der Hand, du kommst in Kaaba rein, und in Masjid al-Haram. Alles, was du vorbereitet hast, hast du es vergessen. Total. Kommt anderen Dua. Kommen andere Menschen, kommen andere Gruppen, kommen andere persönlichen Bedürfnisse. Gefühlsmäßig überwältigt. Du bist nicht der Mensch, der etwas vorbereitet hat, sondern du bist der Mensch, was du selber bist. Nicht die Vorbereitung, die vorher ist. Ich stehe vor der Kaaba, 82, und ich sehe keine Kaaba. Ich sehe eine Hülle vom Licht. Stoff ist weiß. Auf den Bildern sehe ich das schwarz. Aber auf dem Stoff, als ich das erste Mal erblickt habe, war weiß. Die Schriften, die ich früher gesagt habe, wenn ich bei der Kaaba bin, möchte ich das lesen, was draufsteht auf dem Balken da. Keine Chance, das zu sehen. Keine Chance, dass ich das lesen kann. Ich habe nur eine Hülle vom Licht vor mir gesehen. Punkt aus. Diese ganzen Tage, bis ich jetzt mal die Kaaba verlassen habe oder Mekka verlassen habe. Nur ein großes Lichtbrocken. Beim Jahre später, als ich wieder nach Mekka kam, ich konnte den schwarzen Stoff sehen. Und ich bin traurig bis heute, dass sich die ersten Blicke sich nicht wiederholt haben. Dass ich diese Lichtgestalt von der Kaaba sehen kann, aber ich sehe momentan nur den Stoff, nur den Ayat, nur die Verzierung, die da sind, die Menschen, die da sind. Beim ersten Besuch habe ich keine Menschen gesehen. Es ist dicht von Menschen, aber ich kann mich nicht erinnern, ob die Leute rechts oder links Afrikaner oder Asiaten sind, ob die Frauen ihre Kopftüchern waren schwarz oder gelb, was man heute auf den Bildern sieht, das kleine Gruppen. Ich habe alle diese Leute, diese Sachen nicht wahrgenommen beim ersten Besuch. Beim späteren Besuch kann ich sagen, der hat einen Regenschirm und da kam eine Gruppe von Afrikanern und da kamen jetzt mal gut organisierten indonesischen Geschwistern. Das kann ich heute merken. Aber beim ersten Besuch, ich war total begeistert und zufrieden mit dem Besuch hier. Alhamdulillah, und ich hatte die Chance bekommen, bis zum Multazim zu kommen und auch den Dua zu machen. Alhamdulillah. Multazim zwischen dem schwarzen Stein und der Tür. Und der Tür. Es wird gesagt, dass hier das Dua erhört wird. Erhört wird. Ich hatte auch von einem Sheikh gehört, der sagte, der in einem Buch gelesen hat, dass ein Sheikh schrieb, mein Sheikh sagte mir, dass ein Sheikh ihm sagte, etc.
dass wenn du hier stehst und drei Da'wat sprichst, dir diese erhört werden. Er sagt dann, ich habe das auch ausgesprochen und diese drei Da'wat wurden mir erhört und geantwortet. Du standest dort und hast dann auch... Habe ich auch meine Da'wat gemacht an diesem Ort. Ich habe den schwarzen Stein nie berührt bis heute. Okay. Hast du es gemieden, dich durch die Menge zu kämpfen? Oder? Ich wollte niemanden stören dabei. Vom Statut kann ich das machen. Genau. Und ich kann das aushalten, gar kein Problem. Aber ich habe es gesehen, damit ich das tue, will ich ein paar Leute stören. Und ich möchte niemanden stören, dann habe ich darauf verzichtet. Und dazu war dir auch deine Hajj zu wertvoll, als dass du selbstverständlich das dafür aufspielst. Und meine Frau, die in meiner Hand da ist, war auch für mich wertvoll, dass ich meine Frau auch nicht verliere. Durch diese Mengen und durch diese Wirbel von Personen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das war schon mein erstes Erlebnis, wie ich die Kaaba das erste Mal gesehen habe. Andere Dua ist gekommen, das Licht für die ganze Hajj-Periode und die Beschäftigung, wann werde ich meinen Vater treffen? Ja. Weil bis dahin, bis ich die Kaaba gesehen habe, habe ich meinen Vater noch nicht getroffen. Das war auch, das hat dein Dua bestimmt. Das war jetzt mal für mich jetzt mein wichtiges Dua, dass ich den Vater doch sehen kann. Und deswegen sagen wir, der beste Planer ist Allah. Ihr habt euch verabredet? Wir haben uns verabredet in Medina, wir haben uns verabredet als Ersatz im Hotel in Mekka. Und im Hotel in Mekka habe ich mich nur verwählt zwischen das Hotel, wo mein Cousin ist und wo mein Vater ist. Ich frage jeden Tag zwei, dreimal, wo Mahmud al-Khalifa ist. Sie sagen, wir haben keinen Mahmud al-Khalifa, aber nicht Abdelmanem Atiyah, mein Cousin. Und das im falschen Hotel gefragt hast. Sie waren zwei Hotels. Ich habe in dem Hotel von meinem Cousin nach meinem Vater gefragt. Und so habe ich ihn natürlich nicht gefunden. Das hat eine Weisheit, damit euer Treffen noch schöner wird. Noch schöner wird und nach dem Dua in Mekka. Lass uns nach Medina gehen. Medina, der Stadt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die erleuchtete Stadt. Diese Stadt, als sie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, betrat, alles in ihr erleuchtete. Beschreib uns den Besuch von Medina. Wir sind per Flugzeug nach Jeddah gereist und dann mit dem Bus von Jeddah nach Medina gereist. Natürlich denkt man, die Strecke ist fast 400 Kilometer. Deutsche Möglichkeiten sind 3,5, 4, 5 Stunden. Aber dort war es fast einen halben Tag, die Reise. Wir kommen am Abend an und wir sehen nur Licht, die ganze Gegend. Wir kommen nicht zu einem Hotel, wir hatten kein Hotel gebucht bei der ersten Reise, sondern wir haben in eine Schule Schulklassen bekommen, wo wir auf Matratzen übernachtet haben. Die ganze Zeit war auch einem Entgegenkommen von der Schule. In der Moschee selbst waren wir schon ganz sicher, wir möchten durch Bab al-Salam reingehen. Ihr wart vor der Erweiterung. Wir waren vor der Erweiterung. Die Erweiterung war ja erst dann ab 84 oder ja. Um 84. Wir waren vor der Erweiterung. Das heißt, die Moschee war noch relativ klein. Ja, relativ, ja. Unmodern, genau. Sagen wir es mal so. Und ihr seid von Bab al-Salam, also der Tür Nummer 1, richtig. Reingegangen. Und dann haben wir die Leute gefragt, wo Bab al-Salam ist. Und gesagt, geh mal rein von irgendeiner Tür. Liebe Leute, ich habe es gelernt und ich möchte es unbedingt meine Hajj jetzt mal so perfekt machen und meinen Besuch so perfekt machen. Sagt nur, wo die Bab al-Salam ist. Und es war für mich ein Schock, dass viele Leute nicht wissen, wo Bab al-Salam ist. War da auch noch nichts beschildert? Es war doch beschildert, okay. Aber nur über die Tür. Mhm. Aber nicht der Weg mit Pfeile, wo Bab al-Salam ist. Es zeigt für mich bis heute noch, dass unsere Kenntnisse über diese Orte ist sehr minimal. Man hört es, es gibt diese Tür, man hört es, es gibt diese Säule, aber die persönliche Verbindung zu dieser Tür, persönliche Verbindung durch zu dieser Säule, wird uns zu wenig erklärt. Und da versuche ich, wenn ich eine Reise begleite, dass diese Dinge vorher erzählt wird, wenn wir von der Moschee momentan jedes Jahr eine Reise nach Mekka oder eine Pilgerreise jetzt mal vorbereiten, dass die Leute wissen, wo man jetzt mal gehen soll. Du darfst durch jede Tür reingehen in der Moschee,
Aber diese Tür hat eine Geschichte, diese Tür hat eine andere Geschichte. Wenn man die Geschichten kennt, dann hat man einen bestimmten eigenen Bezug zu diesem Raum. Dann wird man sicher sein, ich nehme die Mühe wahr und im Kauf, dass ich unbedingt durch diese Tür reingehe, ohne jemanden zu stören, selbstverständlich. Und wenn ich in Medina bin und ich werde 20, 30 Mal die Moschee betreten, müsse nicht alle 20, 30 Mal durch die Moschee gehen. Wenn einmal, zweimal die Hälfte davon durch andere Türen da ist, ist gar kein Problem. Es ist keine Minderung für deine Pilgerreise und für deinen Besuch zum Propheten Sallam und zu seiner Moschee. Aber es wäre schön, wenn du jetzt mal da kommst und du kannst dich identifizieren mit den Menschen, die unter diese Säule gestanden sind oder durch die Ereignisse, die an diesem Säule passiert ist. Das sagt, ich bin ein Teil von dieser Umma. Ich habe eine Bindung. Ich habe die Bindung dafür. Nicht nur die touristische Bindung. Ich schaue das Schöne da und hier das Gold, das Grüne hier. Das wäre es jetzt mal ganz interessant, wenn das von den Reisegruppen besser vorbereitet wird und Menschen mit eigener Bindung. Habt ihr die Bab al-Salam gefunden? Wir haben es gefunden nach langzeitigen Suche von Tür zu Tür. Und das war ganz interessant. Wir kommen an eine Ecke und wir bewegen uns jetzt mal mit dem Uhrzeigersinn und die vorletzte Tür ist Bab al-Salam. Das war eigentlich die Tür richtig. Die war die erste Tür da, aber wir haben zuerst mal die ganze Moschee umgegangen, bis wir Bab al-Salam erreicht haben. Was vielleicht auch schön ist, dass Sie sie gesehen haben. Wir hatten es nicht vor, aber es ist hier mal zwangsläufig passiert, dass wir die gesamte Moschee umgegangen sind und gelaufen sind. Es hat uns gefallen, wie die Moschee so groß ist für uns. Wenn wir in Deutschland leben, seit langer Zeit, alle Moscheen sind viel zu klein, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, aber die reichen aus für unsere Gebete hier. Und ich komme von Stuttgart damals, wo es keine Moschee da war, sondern eine halbe Etage hatten wir schon gemietet für das Islamische Zentrum in Stuttgart. Und dann sind die Vergleiche auf jeden Fall sehr groß. Aber im Vergleich zu heute war die Moschee dann sehr klein, oder? Im Vergleich mit heute, die war weniger als ein Viertel von der Moschee heute. Ja. Hast du diese Rauhaniya von Medina gespürt, diesen Segen, Sakina, diese Ruhe? Warum soll ich der Einzige, der sich nicht spürt? Ich glaube, alle spüren es. Hast du es in dir gespürt? Sehr verständlich. Den Segen von Medina? Ja. Wir kamen zuerst nach Medina und dann nach Mekka. Mhm. Ja. Und in Medina haben wir jetzt mal wirklich diese innere Ruhe gespürt, die freundschaftliche Begegnung von den Mitarbeitern, die dort sind, mit den Verkäufern, die dort sind, dass die barmherzig sind, die gehen entgegen der Wünsche der Menschen. Und wir haben gedacht, es ist, Alhamdulillah, in Saudi-Arabien der Fall so. Und die sind nette Personen und als Geschäftsleute auch. Das also war wir später, vor der Hektik von Mekka. Später, wenn wir in Mekka waren, und ich bin mit meiner Frau auch ein, zwei Mal zum Einkaufen gegangen und man sollte jetzt mal Geschenke holen, jetzt mal für die Freunde in Deutschland, für die Familie in Ägypten und so weiter. Da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich komme nicht raus. Ich kann das nicht erleben, diese Hektik. Ich bin kein Mensch, der Marktgänger bin und dass ich falsche und dass ich jetzt mal Leute diskutiere über die Ware, über die Preise. Es tut mir wahnsinnig, ich komme nicht. Ganz interessant, wenn ich irgendwo bin, nach drei Tagen habe ich Sehnsucht nach München. Egal, wo ich bin. Ja. Egal. Auch bei der Fatima in Hamburg. Wenn ich da bin, nach drei Tagen habe ich große Sehnsucht in München. Nur in Mekka habe ich keine Sehnsucht nach München. Ich kann ein Jahr da bleiben. Ich brauche niemanden anzurufen. Ich kann meine Familie vergessen in Mekka. In Medina nach drei Tagen fange ich an anzurufen und nach der Familie zu fragen. Aber in Mekka habe ich ein anderes Gefühl, obwohl das diesem Hektik da ist. Aber das interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich bin für mich wichtig in diesem Moment in Mekka. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, das ist der Ort, wo ich meine totale Ruhe finden kann. Und ich schalte total ab von allen Verpflichtungen des Lebens. Lass uns zurückkehren zu Medina. Ihr seid durch Bab al-Salam eingetreten und ihr nähert euch der Raudha, einem Garten der Gärten des Paradieses.
zwischen der Kanzel, dem Mimbar und dem Hause des Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Und ihr kommt, um den Propheten zu grüßen. Und ihr seid dem Propheten physisch so nahe, wie es in dieser Dunya nicht mehr geht. Näher als das kann man ihm physisch nicht sein. Und zu seiner Rechten ist Abu Bakr und zu dessen Rechten ist Umar. Ihr befindet euch in der Dunya im Paradies, als ob ihr in der Akhira wärt, weil ihr in der Rauda seid. Und ihr begegnet dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu grüßen. Wie war dieses Erlebnis für dich? Das erste Erlebnis, ich habe es versucht, in die Rauda reinzukommen. Das war voll. Und da standen jetzt mal Polizisten draußen mit Uniformierten und die haben kontrolliert, wer reingeht, wer nicht reingeht. Und wenn die Person reingehen, darf man nur 2 Raka verrichten. Und dann wird er geboten, dass er keine andere 2 Raka beten kann, damit die anderen Leute kommen. Und du siehst selber, wenn du da stehst und du brauchst Zeit, bis du reinkommst, dann sollst du jetzt mal auch nett sein und nach 2 Raka den Platz verlassen für die anderen Geschwister, die da sind. Und so hatte ich auch vor. Ich habe gesagt, ich gehe rein, 2 Raka, ich gehe raus. Und dann habe ich jetzt mal meine Rechte bekommen, habe ich das genossen, ich gehe raus, dann kann ich jetzt mal vor dem Grab auch stehen und darf zum Propheten und seinem Nachbarn machen. Aber ich gehe rein und die Tränen kommen runter und ich zittere, dass ich wirklich mit dem 2 Raka nicht ausgeglichen bin. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe gedacht, ich werde hier sterben, Alhamdulillah. Ich sterbe jetzt mal im Rauda. Aber schade, ich bin noch am Leben. Das waren jetzt mal meine Gefühle beim ersten 2 Raka. Dass der Polizist zu mir gekommen ist und hat gesagt, mach noch 2. Wallahi. Ich war mein großer Wunder, dass er sagt, mach noch 2. In der Regel stand er und hat die Leute sofort rausgeschickt. Meine Absichten am Anfang, ich mache 2 und ich gehe raus. Der Angebot, mach noch 2. Während die 2 Raka habe ich noch jetzt mal meinen bösen Gedanken, ich mache noch andere 2. Und da bekam ich kein Angebot von dem Polizist, der da ist. Sondern ich habe die 2 Raka gemacht, habe ich mich ein bisschen bewegt und dann noch 2 Raka gemacht. Und dann stand er hinter mir, bis ich dem Tahiyyat fertig war. Hat gesagt, jetzt bewegst du dich nirgendwo hin, geh mal wieder raus. Ich wollte es nicht, dass ich diese Aufforderung bekomme, am Anfang. Aber ich habe es auch bekommen. Subhanallah. Ja. Und ich entschuldige mich auch, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, das kann man keinem vorwerfen, wenn der Liebende, der Aschik, wenn man ihm etwas nicht vorwerfen kann, dann aber ist du bist nicht der Einzige, der Aschik ist. Ja. Du bist nicht der Einzige, der Liebende ist und nimmst keine Position, womit du die anderen jetzt mal störst dabei. Ich habe keine anderen, an diesem Moment habe ich so entschieden und heute kann ich nicht sagen, was wird das nächste Mal sein. Werde ich auch nur 2 Raka und rausgehen oder 2 Raka und die Bedürfnisse habe noch für andere 2 Raka, werde ich auch jetzt mal feilschen von einem Säule zum nächsten Säule mich bewegen, damit ich noch 2 Raka verrichten kann. Ich möchte, dass nicht, dass die 2 Raka gemacht werden. Ich muss auch, dass der Lohn von diesen 2 Raka erreicht wird. Und wenn ich jetzt mal durch feilschen das erreiche, die 2 Raka, ich weiß nicht, ob der Lohn auch dabei ist. Ich möchte nicht philosophieren, aber es ist schon passiert. Nach den 2 Rakat ging es noch nicht direkt raus, weil nach den 2 Rakat standet ihr Amama Janabi von dem ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wer jetzt heute in Medina ist, sieht das Schild bzw. die Schrift. Hier ist der Gruß auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Erinnerst du dich noch an diesen Augenblick? Natürlich. Ich glaube, in diesem Moment willst du reingehen. Du willst nicht draußen stehen und für ihn dort machen. Du willst spüren, was dieser Person, dieser Mensch, ist ein Mensch wie ich und du und anderen Menschen, und wie viel Mühe hat er gemacht und wie viel Rezessionen hat er auf sich jetzt mal genommen
und wie viel Ärgernisse hat er gebilligt auf sich selbst, damit dieser Ahmed Khalifa diese Religion bekommt. Das ist mein direkter Bezug in diesem Moment, als ich das erste Mal vor seinem Grab gestanden bin. Er hat das alles auf sich genommen, damit ich den Islam bekomme. Wie wichtig sollte Islam für mich sein, wenn es für ihn so wichtig war? Und ob ich das verdiene, ob ich das wahrgenommen habe, ob ich entsprechend mein Islam lebe, das war mein Moment der Schwäche und der Stärke gleichzeitig. Ich war sehr schwach, weil ich weiß, ich habe das nicht so ernst genommen. Und ich war so stark, dass ich an diesem Moment beschlossen habe, ich werde mich verbessern. In dieser Mischung habe ich gestanden und dann kommt ein Polizist und der sagt, geh mal raus, andere Leute stehen da. Es hat mich geärgert, dass meine Gedanken unterbrochen werden von jemandem, der nicht weiß, was ich jetzt mal mache. Ich schaue nicht jetzt mal zu einem Kunstwerk. Ich kann bis heute nicht wissen, wie viele Stäbe, wie sehen die Stäbe aus, wie sieht die Verzierungen von dem Raum aus. Bis heute kenne ich das nicht. Habe ich niemals mich beschäftigt mit diesem Kunstwerk, was da ist, sondern mehr mit meinen Gedanken und seine Taten und wie ich mich entschuldigen kann für meine Schwächen und für meine Verfehlungen. Ich hoffe bald, inshallah, dort zu gehen. Inshallah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala noch dir in dieser Dunya, in diesem Leben, eine Umrah und eine Hajj ermöglichen, einen Besuch der Kaaba und einen Besuch der Prophetenmoschee, dass du vor ihm stehst, den Salam auf ihn sprichst. Und inshallah ta'ala erkennt dich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, im Jenseits und nimmt sich zu dir oder nimmt dich zu ihm und ihr betretet gemeinsam Hand in Hand das Paradies und er vereint uns mit allen, die wir lieben, gemeinsam in den höchsten Rangstufen des Firdauses. Meine lieben Geschwister, das war's für heute von Dardasha. Seid morgen mit dabei, wenn es wieder heißt Dardasha, mein Leben in der Da'wah, mit unserem geliebten Ahmed, Onkel Ahmed, benannt nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war's von uns. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.